Hallo und willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Technisch gesehen Goldwood, wir stehen technisch gesehen in der Skola und damit auch herzlich willkommen zurück zum interaktiven Podcast, bei dem ich nebenbei noch ESO spiele. Heute gerade ein bisschen mehr. Es geht tatsächlich um mehr oder weniger philosophische Fragen heute. Und wir sind an einem Pseudo-Ort, der nicht direkt Sommersend ist, aber dem nachempfunden ist. Das ist bei solchen Simonalkrum-Orten frage ich mich immer wieder. Ach guck mal, da geht's direkt zur Skola. Das, ob. Also, wenn dieser Ort real wäre. Also, wir haben das im Fantasy öfter mal, dass es so Orte gibt, die so Illusionen nachempfunden sind oder so anderen Orten. Das ist relativ groß hier. Also, die Karte hier ist so erstaunlich detailreich, ne? Denn, gerade wenn du so menschliche Strukturen kopierst, oder zumindest von intelligenten Wesen erschaffene Strukturen, dann. Den kopierst du ja auf jeden Fall auch die Eigenarten mit, ne? Oder ist das denn wie so ein KI-Fiebertraum, dass das halt quasi irgendwie alles ineinander vermascht ist und das ist halt diese Steinwände, wenn du jetzt genau gucken wirst, weil an sich ist es so, Steine sind ja handbehauen, weil denke ich zumindest, dass sie auch in dieser Welt handbehauen sind. Und irgendwo gibt es bestimmt auch Signaturen oder irgendwelche Sachen, die beim Bau reingemeißelt wurden, bei welcher Stein wohin kommt und so weiter und so fort. Und daran könntest du rein theoretisch, wenn du ins unendliche Detail gehst, nachvollziehen, woher genau das Ding nachvollziehen. Ich meine, hier sind irgendwelche Symboliken drauf. Die haben nichts mit Indrik zu tun, soweit ich das sehe. Hier ist irgendein Typ drauf. Also, nach wessen Abbild oder welcher Ruine nach wurde das nachgebaut? Können wir irgendwo in Sommersend, irgendwo unter Wasser, vielleicht ein halb eingestürztes Ding finden, wo irgendeine Säule exakt so aussieht wie die da? Also, wonach ist diese Illusion nachgebaut? Oder hat jemand quasi sein magisches neuronales Netz daran trainiert und das ist prinzipiell eigentlich nur die Essenz des die Blauigkeit einer oder die Stein die Sommersendigkeit einer Wand ist das hier quasi. Also so funktionieren LLMs, dass sie auch die Bilderkennung, dass sie halt nicht wenn die wie Bilder malen, die malen nicht wirklich einen blauen Ballon, sondern sie sind nur auf zigtausend Bildern darauf trainiert, idealerweise die Ballonigkeit eines Luftballons zum Beispiel zu erkennen oder was macht ein Baum aus? Wenn du dann sagst, mal mir einen Baum mit das und das und das, dann hat das LLM irgendwie, das ist übrigens der schöne Teil, wir wissen nicht wie, irgendwie die Baumigkeit eines Baums irgendwie herauskristallisiert. Und dann wird das aber, dessen gibt es auch so viele Bilder, die sind ja Albtraum. Gerade so Finger sind halt recht präzise und die Fingerigkeit von Fingern ist halt irgendwie auch ein, also dass es genau 5 sind, ist ja eigentlich eher eine übergeordnete Eigenschaft der Hand und nicht der Finger. Naja, mittlerweile haben sie es ja halbwegs in den Griff gekriegt, aber da kommt das her. Und ist eigentlich witzig, wir sind übrigens noch nicht mal zu der Quest gekommen, ist eigentlich witzig, wie das Denken beeinflusst. Das hat mein Vater mal die Gedanken mir prinzipiell gegeben, der ihn bestimmt auch noch geklaut hat, weil er meinte, dass die Leute sich das Gehirn immer irgendwie wie ihr Zeitalter vorgestellt haben. Also irgendwann früher hat man sich halt das Gehirn mehr so mechanisch vorgestellt mit so ganz vielen kleinen Zahnrädern. So wie halt irgendwie zu der Zeit, als man viel mit Zahnrädern gebaut hat, so Uhrwerke hat, dann war das halt das. Und heutzutage stellst du dir das halt eher als Computer vor. Und jetzt sind wir quasi in der Zeit, wo wir uns das Ganze als neuronales Netz vorstellen. Was ironisch ist, weil es ist ein neuronales Netz. Also das Gehirn funktioniert ja quasi genauso. Ich meine, wenn du träumst oder in so einem Dämmerschlaf bist und komische Sachen denkst, dann machst du ja genau das Gleiche, was die ganzen LLMs machen. Du halluzinierst dir was herbei, aber du hast halt keinen Kohärenzfilter drauf, der dafür sorgt, dass deine Gedanken irgendwie geordneten Bahnen ist. So wie zum Beispiel jetzt, während du das hier siehst. Theoretisch. So, genug über irgendwelche komischen Technik-Quatsch gesprochen. Wir wollen klären, was Macht für uns bedeutet. Meine W-Taste ist kaputt. Nein, meine W-Taste ist nicht kaputt. Ich kann einfach nur nicht rangehen. Herausforderung des Indrik. Übrigens neues Buch entdeckt. Herausforderung des Ankers über Dietrische Schöpfung fallen von Himmel. Tilgen ihre Gegenwart aus dem Land, das ihr als Aurodon bekannt ist. Herausforderung des Zusammenarbeit. Schart weitere Helden um euch und stellt euch anderen Champions, die nach Ruhm streben. Boah. Herausforderung der Stärke. Abscheuliche Wesen überlegener Stärke warten den Gewölbe von Auridon auf eure Herausforderung. Erschlagt sie, beweist, dass ihr stärker seid. Herausforderung der Reinigung. Die Unlebenden erheben sich und beschmutzen die Reinheit des Landes Auridons. Nutzt eure Stärke und schickt die Toten dorthin zurück, wo sie hingehören. Boah, echt jetzt? Oh, das ist richtig lame. Okay, gut, dann machen wir jetzt so einen scheiß Anker, oder was? Ist das dein Ernst? Du kommst andere direkt? Erleuchtete betrachten sich als Schild oder als Dieb. Ich bin eine Klinge. Nicht mehr und nicht weniger. Um Macht anzuwenden, muss man über diese Klarheit des Zwecks verfügen. Aber auf eurer Suche nach Klarheit habt ihr sicher auch Fragen. Die haben Sterbliche. Ja, ja. Tschüss. Okay, das ist ja jetzt ja super. Also, vernichtet Untote auch immer. Also, wir machen natürlich das Einfachste davon.
Und das ist Untote und Dingsbums-Anführer, weil das können wir halt instant machen. In der Ruine, in der ich sowieso gerade war. Aber das ist halt ziemlich lame. Ich dachte, wir müssten... Also, ich weiß nicht, was ich gedacht habe eigentlich. Also, bis jetzt war es ganz cool. Und jetzt kommt... Was? Ihr könnt diesen Durchgang... Aber ich will diesen Durchgang... Okay, dann schnell reise ich halt dahin, wo ich hin will. Meine Fresse. Okay, auf einer Auridon. Wir waren noch gerade in dieser Ruine, wo ich immer noch nicht das Dings geholt habe, ne? Ich dachte, da rennen auch Untote rum. Hoffe ich. Wenn es Untote sind. Ich reise jetzt dahin und mache dieses Ondu-Gewölbe, weil mir fehlt offensichtlich noch der Dingsstein da. Und irgendwo rennt da bestimmt auch ein Gewölbebus rum. Das heißt, ich renne da jetzt hin und kriege hoffentlich beides hin. Das ist ein Gewölbeanführer, sollte ich theoretisch auch alleine tot kriegen. Hoffentlich zumindest. So, ich hoffe, hier rennen noch Tote rum. Also, ich dachte, hier waren welche. Na gut, denn was seid ihr denn? Ihr seid fallende Bauern. Zählt ihr als untot? Ich meine, ihr seht noch relativ lebendig aus, ne? Okay, ihr seid sowas von untot. Na gut, dann werde ich hier mal kurz die Bevölkerung der lokalen Bauern reduzieren. Das ist natürlich sehr schade. Ist mit Bauern eigentlich gemeint, dass die Vampire sind? Es ist jetzt ein bisschen... Oh, warte, wir können unseren neuen Zauber ausprobieren. Bams! Wie viel Mana kostet der denn? Die können irgendwie lustige Sachen machen. Na gut, Also der Zauberspruch, den wir zwischendurch zusammengebracht haben mit diesem Skola-Dingsbums, der ist eher so mittel, ne? Weil das ist halt irgendwie... Sieht der von außen noch besser aus? Das ist halt einfach nur... Es ist die most basic, langweilige Magie, die man sich vorstellen kann, die wir hier werfen, ne? Aber hey, wir haben schon die Hälfte der Bauern der Untoten befallen. Die übrigens irgendwelche Bauern waren. Ich meine, theoretisch sind die wahrscheinlich unrettbar. Wo das da jetzt mal so... Das ist die Frage, ne? Also nur weil die befallen sind. Also, das ist mir der Grund, wenn die befallen sind, ist denn noch jemand drinne? Also hängt die Seele noch an diesem Körper und wir befreien die Leute, indem wir sie töten. Zumindest von der menschlichen Hülle, aber das. Oh, in diesem Fall elfische Hülle wahrscheinlich. Okay, Ratten sind keine Untoten. Verzieht euch, Lump! Aber. Warte, was ist denn hier für eine Quest? Achso, der gewirbelt. War das direkt der Vorschlag, hierher zu laufen? Aber wer seid ihr? Blutschergen. Also ihr seid auf jeden Fall untot. Ich meine, ihr seid, oder? Das sind Vampire. Ja, die sind auch sehr untot. Form. Also die Cast-Time von dem Ding ist halt ganz gut, ne? So, wir sind jetzt hier hin. Dann können wir auf jeden Fall gleich noch die Himmelsscherbe holen bei der guten Linie. Da vorne ist eine Tür, dann können wir das nicht machen. Ah, ich vergesse die ganze Zeit, dass ich hier Gegner töten muss. Ich würde schon wieder durchrennen. Hier wahrscheinlich sind die Untoten alle tot, bevor soweit ist. Ich weiß übrigens nicht, ob ich Blutschergen tatsächlich wieder zurückbefreien könnte. Aber ich würde vermuten, dass ich das... Das sind ja eigentlich auch technische Bauern hier. Obwohl, Blutschergen sind sie quasi Vampire, oder? Ich bin noch da. Hinfort mit euch, Sivit. Okay, gut. Dann haben wir das ja. Dann kann ich jetzt gleich die Himmelsscherbe holen. Die mir die ganze Zeit schon gefehlt hat. Nein, bitte mal in Ruhe hier, ihr Drecksviecher. Es ist verdammt dunkel hier. Also, okay. Oh, guck mal, andere Spieler hier. So, juhu. Riesenfledermaus. Also, dann habe ich mich jetzt lange... Die sind alle. Sterbt. Meine Güte. So, Himmelsscherbe. Hat das mit gar nicht lang gedauert. Das ist wahrscheinlich das Einfachste, als irgendwelche Schlachtzüge mitzumachen. Ne? Also, welche Schlachtzüge mitzumachen, klingt halt irgendwie maximal nach Arbeit. Naja. So, das ist so ein bisschen die Entscheidung. Kleidest du deinen Begleiter irgendwie möglichst sexy? Oder irgendwie. Guck mal, hier ist noch ein Lore-Text. Labus letzte Aufzeichnung? Ich habe es getan. Ich habe es endlich getan. Es war seine Unschuld, die mich überzeugt hat. Der Sohn des Alchemisten, immer so hilfsbereit, immer so nett. Wie hätte ich da widerstehen können? Es war nicht einfach, aber jetzt ist er wie ich. Seine Tränen. Ich ließ ihn dort zurück, auf der Türschwelle seines Vaters. Und er wird noch mehr geben. Sie werden mich in die Finsternis begleiten. Noch Jahre. Creepy? Aber ich habe keinen Kontext, insofern auch egal. Das ist auf so ein Schlachtfeld zu gehen, klingt halt maximal nach Arbeit. Nee, warte mal, nicht. Also, Alavus. Oh, das ist der Typ. Nein! Nein! Ja, auf jeden Fall ist die Frage, ob man den, das ist wahrscheinlich der Sohn, oder? Ist das der Gebietsbus? Ah. Alavus, letzte Aufzeichnung. Ich glaube, dass ich jetzt verstehe. Ich glaube, ich weiß, warum sie mich am Leben gelassen hat. Sie wollte, dass ich zu etwas wie dem hier werde. Sie wollte, dass ich werde wie sie. Vielleicht ist die Einsamkeit das, vielleicht ist das, was tiefer geht. Ich bin stärker geworden, ernähre mich von den schwächlichen Narren, die an meinem Versteck vorbeikommen. Wenn ich mich an einen meiner Opfer labe, frage ich mich manchmal einen Augenblick lang, ob ich es vielleicht am Leben lassen sollte, damit es das wahre Leben kennenlernt, damit es wird wie ich. Vielleicht schleiche ich mich in das Dorf in der Nähe, suche mir ein passendes Ziel aus, probiere es selbst. Vielleicht. Okay, also ach so, das ist, hier wurde irgendwie mal zum Vampir gemacht. Ah ja, ich sehe.
Das ist also die Story dahinter. Wahrscheinlich fehlen hier noch ein paar Texte, die ich nie gerafft habe. Ich witzig, dass es hierzu keine Quest gibt. Na gut, Ich kämpfe erst so viel, seit ich euch kenne. Ah ja, okay, gut. Okay, jetzt wissen wir mal, wo die ganzen Vampire hierher kommen. Trotzdem wieder zurück zu der Ursprungs... Einfach zur Scholar einfach direkt rein. Oh, nee, kann ich nicht, weil ich im Kampf bin. Die wollen uns an den Kragen. Ja, das können sie doch alle wollen. Es ist maximal anstrengend, zu Scholar zu kommen, ne? Zurück zu meinem ganz am Anfang, wo ich die Untoten getötet habe, die befallenen Bauern vor der Tür und so. Das, also es ist ja eine Sache, die direkt zu töten, aber würde es nicht in unserer Macht liegen, die wieder rückgängig zu machen? Ich meine, so ein stärkerer, also besserer Priester von Stendar müsste doch eigentlich auch hinkriegen, oder? Also es ist das... Es ist halt immer die Frage, ob noch die Seelen drin sind. Können wir die Leute wieder herstellen? Also können wir mit genug magischen Umf, auch wenn es das vielleicht nicht voll nicht wert wäre, könnten wir die Leute komplett wieder quasi einen neuen Körper geben oder so und dann wieder herstellen? Ja. Wie gibt es denn so? Also können wir ihren vorhandenen Körper wieder herstellen? Das wäre bestimmt billiger. Oder könnten wir einfach komplett einen neuen Körper erschaffen und da quasi die Seele wieder reinsetzen? Wäre das möglich? Wahrscheinlich eine Lore-Frage, deren Antwort ist, kommt drauf an. Und ist dieser Vogel da oben real? Und wenn ja, wo fliegen sie hin und wo kommen sie her? Hallo Indrik. Gut gemacht, Sterbliche. Ihr habt die Herausforderung gemeistert. Es verbleibt noch eine Aufgabe. Oh nein. Wenn ich euch meine Stärke leihen soll, müsst ihr mir die eure leihen. Oh. Macht für Macht. Eine wiedergutgemachte Untat. Und ein weiterer Schritt auf dem Weg. Das klingt nach Arbeit. Okay, was soll ich denn tun? Meine eigene. Eines Tages, als ich mir die Sonne auf den Pelz scheinen ließ, sah ich einen Jäger, der einer Indrik und ihrem Kitz nachstellte. Der Jäger legte an und die Hirschkuh starb. Sind Indriks nicht heilig? Das Kitz sprang davon und der Jäger nahm die Verfolgung auf. Das ist ja ein sehr kleines Ereignis. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstehe, aber du erzählst ja bestimmt gleich mehr. Ich schritt ein. Ich verlieh dem Kitz einen Hauch meiner Macht. Aber da ich überhastet agierte, agierte ich unweise. Meine Macht beschützte das Kitz, ja, aber bezog auch den Jäger mit ein. Nun sind Raubtier und Beute in einer unendlichen Hatz gefangen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr poetisch, aber hat der Jäger nicht einfach mal keinen Bock mehr? Ich meine, das ist... Zumindest der sollte in der Lage sein zu denken. Na gut, das Kitzen zu retten war ein Fehler. Ich gewährte meine Macht einem Wesen, das nicht darum gebeten hatte und nicht wusste, wie man damit umgeht. Der Gipfel der Überheblichkeit. Eine Untugend, derer ich gelegentlich beschuldigt werde. Nutzt die Linse und nehmt ihre Fährte auf. Dann befreit diese armen Seelen aus meiner ziellosen Macht. Okay, das klingt jetzt schon wieder. Das klingt schon wieder ganz schön an den Haaren herbei konstruiert, ne, die Geschichte. Ja, gut, wo soll ich denn loslegen? Sucht das Kitz und den Jäger in einer Höhle im Süden von Auridon. Dells Grube nennt man sie wohl heute. Stellt diese falsch eingesetzte Macht wieder richtig, dann leihe ich euch meine Kraft. Ein Wegweiser auf eurem Pfad zur Beherrschung der Schriftlehre. Ich habe noch Fragen, aber ich glaube, die habe ich schon gesprochen. Natürlich. Dieser Hatz geht nun schon so lange. Ein weiterer Moment, der eurem Geist Klarheit verschafft und eure Konzentration schärft, wird nicht schaden. Ja gut, warum genau hast du den Vieh Macht verliehen? Ich war bereits alt, als Ulf Sild und ich erstmals sprachen. Jahrhunderte ist es nun her. Mich gibt es schon seit vielen sterblichen Lebzeiten. Eine so junge, wunderschöne Kreatur am Rand der Vernichtung zu sehen. Ich handelte ohne nachzudenken. Am Ende stellte sich das als Fehler heraus. In relativ viel so Fantasy-Zeug stellt sich größere Macht übrigens auch so damit dar, dass man schneller denkt oder beziehungsweise schneller agieren kann. Also das ist halt irgendwie ein Ausdruck von, ich sage mal, High-Level ist der, dass man
in der Lage ist, in weniger Zeit mehr zu tun, was halt ganz praktisch ist, weil man dann nicht so überhastete Entscheidungen fällen muss, weil also, gerade wenn man in solchen versucht, in eine Low-Power-Situation einzugreifen, weil man dann einfach viel mehr Zeit hat, zu überlegen. Anscheinend ist es hier nicht so. Okay, der Indrik bedauert das, man kann das nicht selber lösen. Die Wahrheit ist eine Form der Macht, Sterbliche. Und die Wahrheit lautet, dass ich schlechte Entscheidungen getroffen habe. Genau wie ihr. Toll. Vermutlich ist das eines der Dinge, die uns verbinden. Die Aha. Götter wollen, dass wir aus unseren Taten lernen. Und Versagen ist ein höchst effektiver Lehrer. Oder sehr deprimierend, das muss man wahrscheinlich gut einsteuern. Na gut, ja, willst du was über die anderen Erleuchteten erzählen? Den Begriff selbst erdachte sich Ulfshild, müsst ihr wissen. Keiner von uns hielt sich für besonders erleuchtet, bevor unsere Zusammenarbeit mit der Erzmagierin uns vereinte. Außer mir selbst gibt es noch den Netch, den Greifen und den Drachen. Ja, der Drache? Sie giert nach Mysterien, Denksport und Rätseln. Sie hortet diese Dinge in ihrem Geist wie ein wahrhaftiger Drache. Sie ist immer auf der Suche nach einem neuen Prachtstück für ihre Sammlung. Mhm, und wir könnten eben jedes Prachtstück sein, das klingt ja absolut fantastisch. Aber viele Dinge am Tag, von denen ich erzähle, klingen absolut fantastisch. Ja, der Netsch. Was kann ich sagen, was das Erlebnis vollständig umfasst, das der Netsch darstellt? Er folgt seiner eigenen Strömung, während er durch das Leben treibt. Er meint es gut, wirklich. Und er versucht, freudige Dinge in der Welt zu bewirken. Er besteht nur eben darauf, dies auf seine eigene, netschige Weise zu tun. Netschige Weise. Weißt du, Jahrhunderte an Existenz, aber keine guten Worte für die Dinge. Okay, der Greif? Endlos dickköpfig. Er ist davon überzeugt, dass er der Schild ist, hinter dem wir alle Sicherheit finden. Nun ja, ihr seht ja, wohin ihn das gebracht hat. Sein kleiner Freund ist deutlich interessanter. Dieses merkwürdige kleine Tierchen. Der Rabe? Ja gut, super. Dann werde ich weiteres Geld darauf verwenden, weil ich wieder zu faul bin zu laufen und wieder zurück nach Auridon reisen. Und ich muss... Irgendeine südliche Insel hat er gesagt, ne? Warte mal hier. Dales Grube, ah ja. Ist natürlich wieder weit weg von allem, ne? Oh, 300 Gold, oh, was das wieder kostet! Ah! Keine Kosten und Mühen spare ich für euch. Ich habe uns rausgewunden, ich kann mein Bankfach nicht weiter aufspawnen. Ich habe das, nach der letzten Episode, ich hatte ja so viele Kisten geöffnet, habe ein bisschen Sachen nochmal ins Bankfach gepackt und ein bisschen hin und her geschoben, weil mein Inventar nicht so voll ist. War dann noch beim Rucksackhändler, also ich kann meinen Inventarplatz und mein Bankfach nicht mehr vergrößern, also ich kann einfach nichts mehr wohin stellen. Naja, schade. Das ist ganz schön tief hier. Ist hier das auf einen Fall? Naja. Ich habe übrigens Dales Grube entdeckt, anscheinend war ich hier noch nie. Ich dachte, das war hier das eine Gewölbe. Also, warum kenne ich ja nicht so viele Gewölbe in Auridon nicht? Ich dachte, das war das eine Ding, wo man irgendein. Oh ja, das ist eine super Beschreibung. Das eine Ding, wo man irgendein DLC mal da irgendwie einen Zugang gefunden haben. Wow. Jetzt habe ich natürlich die Gelegenheit verpasst, den Text zu lesen. Aber da ist das uns ja Auridon nicht so wirklich interessiert, ist irgendwie auch alles egal, ne? Oh, das Schleiererbe lebt hier. Also, lebte hier theoretisch anscheinend. Ja, ich lese hier keinen Lore-Text. Das ist relativ sinnfrei, ne? Fokuspunkt. Vor allem, wer ist der Jäger? Ah. Das ist ein Indrik jetzt. Und wo ist der Jäger? Achso. Ich renne wahrscheinlich einfach an diesen. Das gesegnete Indrik jetzt. Ah ja. Hier unten gibt es sogar noch Quests. Na gut, logischerweise gibt es hier auch noch Quests, weil ich war ja noch nie. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hier hinrenne. Ich renne jetzt einfach in die Mitte des Polinius. Ah ja, okay, gut. Polinius ist anscheinend der örtliche Boss hier, würde ich vermuten. Aber deswegen sind wir nicht hier. Achso, weil ich wahrscheinlich... Oh, ich brauche einen Kreis, sonst kann ich wahrscheinlich nicht durch die Tür gehen, um das Indrik zu retten. Das wäre natürlich sehr schade. Ein Schmortop. Ja, so klassischerweise kocht man Wäsche, ne?
Was ist denn der Name dieses Ortes? Das Jelbürte im Verstand der Todesschlange. Es handelt sich hierbei um eine uralte Hochstätte der Verehrung von Sithis des Schreckensvaters. Aber wie schön. Sind wir jetzt tatsächlich in Dings? Ja, wir sind wirklich in, im Trükenmoor. Ich mochte diese Höhlen übrigens übel. Es ist zu schade, dass da nicht allzu viel drin passiert ist. Starb, als die Seuche sich... Ja, das ist sehr schade mit eurer Familie, aber ich bin leider gerade nicht in... Okay, anscheinend bin ich doch in Stimmung. Guck mal hier, das und... Au. Da war denn die Schwarzgarde eigentlich? Ich habe das leider komplett vergessen. So, können wir jetzt? Miri, werd jetzt ja oben fertig. Danke. Da müssen wir jetzt hier hin. Ah ja. Müssen wir mitten durch die Gemengelage reiten. Ne? Das macht es hier nicht besser. Das wird hier gerade überraschend anstrengend, ne? Das alles zu verfolgen. Im Prinzip wird es hier wahrscheinlich irgendwo in der Mitte sein. Ah ja, da vorne ist es. Ach ja, oder wir rennen einfach durch diese Tür. Nein, ich bin im Kampf. Lass mich doch in Ruhe, ich habe nichts mit euch zu tun. Na, was ist das für ein Zeitkost? Also, das ist eine einzige Zeitschinderei, diese ganze Geschichte hier, ne? Das ist schrecklich. Ja, jetzt... Hört doch mal auf, hier rumzunerven. So, kann ich jetzt durch diese Tür gehen? Zu Tux, das war was nicht so einer der Haupttempel? Ist noch irgendwelche Untoten? Och. Immer tiefer und tiefer. Eigentlich folge ich auch nur den Questfall. Boah, da hinten ist noch die nächste Tür, ne? Ja, was das für eine Zeitschinderei ist, ne? Das... Aber ich das noch für die anderen Dinge auch alle machen muss? Da waren denn jetzt die Wegschell? Ich erinnere mir nichts mehr. Also ich kann wahrscheinlich nicht... Doch, nee. Ich bin gerade überrascht, dass ich durch die Tür durchgekommen bin, aber... Vorne ist eine Sithis-Statue, wie schön. Und? Hallo? Fokuspunkt? Oder bin ich offiziell noch im Kampf, weil hinter mir noch die Viecher sind? Oh nein. Bin ich noch im Kampf? Das bin ich durch die Tür durchgekommen, weil ich offiziell noch im Kampf war. Aber Miri ist nämlich auch nicht hinter mir, weil die... Ich mach noch irgendwelchen Bullshit hier. Muss ich jetzt echt diese Scheißtür nochmal laufen, weil ich... Oh Mann, ey. Was das an Zeit kostet, ne? Ich will... So, jetzt hier sterb. Ich hab echt keine Zeit vor ihr. Also wirklich, das ist halt... Absoluter Disrespekt. Ich werde euch nicht mal looten. So wenig Zeit habe ich vor. Ich will nur ein Kids retten. Wahrscheinlich muss ich gleich noch den nächsten Ort. Oh nein. Nein, das ist wirklich der nächste Ort. Portas im Indrikfall. Und es geht immer noch weiter. Wo sind wir jetzt? Die Direni-Akropolis... Direni? Also diese Flucht ist tatsächlich fantastisch. Oh, wir sind tatsächlich... Ne, wir sind natürlich nicht da. Was sind wir denn jetzt hier? Direni Akropolis? Summers sind wir. Ist das Tutorial-Ding hier? Kommt, kleines Kids. Ihr könnt mir nicht ewig entkommen. Aha. Das ist die Jägerpräsenz. Okay. Ja, zumindest haben wir jetzt den Jäger mal gesehen, ne? Das ist... Kommt, kleines Kids. Ihr könnt mir nicht ewig entkommen. Das ist ein Elf, natürlich. Vergessener Unterbau. Immerhin ist hier alles tot. Oh nein. Warum sage ich sowas überhaupt? Oh nein, es geht hier noch tiefer. Ne? Achso, das ist geil. Ich renne jetzt übrigens gerade nur die Treppe lang. Ich weiß nicht mal, ob das hier der Punkt ist. Übrigens ist es übrigens an sich eine schöne Treppe. Also... So vom. Nein, ich bin wieder im Kampf. Ah. Oh, wer seid ihr denn alle? Wie war bitte gegen so viele Leute gleichzeitig im Kampf? Wie könnte das denn passieren? Wollt ihr hier wieder abhauen? Das ist ja schrecklich mit euch hier. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für euch. Ist wirklich. Ich versuche doch nur das kleine Kids. Ich weiß gar nicht, ob ich das rette, ne? Also, an sich beenden wir ja nur die Jagd, ne? Vielleicht hätte ich den Kriegswaffenträgern beitreten sollen. Das hat ja keiner gesagt, dass wir die Jagd beenden. Oh. Mir entkommt keine Beute. Ihr nach, Hunde! Aha. Lauriels Krypta. Lauriel? Was für einen fantastischen Ort sind wir hier eigentlich gerade? Waren wir hier schon mal? Es kommt mir gerade so ein bisschen bekannt vor. Eigentlich und Fürstin Adrenna? Ihr seid kein Wächter. Seht ihr denn nicht, was ihr getan habt? Ihr dürft sie nicht befreien. Oh doch, ja, doch, ich war hier schon. Glaube ich. Also Adrenna ist anscheinend nicht offizieller Gebietsboss, aber... Doch, ich war hier schon mal. So, hier, guck mal, hier, ich packe hier noch so einen AOE-Effekt auf den Boden. Was wart ihr doch für eine Herausforderung, kleines Kids?
Eine weitere Trophäe für meine Sammlung. Aha. Hyla und... Wer ist das andere Spiel? Fass! Aha. Hyla und Ulla. Also wir retten jetzt tatsächlich das Kids auf die möglichst... Wo ist die Hunde eigentlich? Was trinkt die? Weiß nicht, wenn ich den Meister töte. Warte mal, ich hab doch hier noch... Ich hab hier noch... Nee, warte. Falscher Sauerspruch, sorry. Das hier. Ich kann übrigens nur noch weitermachen. Warum haben die eigentlich rote Augen? Das ist eine Frechheit hier. Das zieht sich ganz schön, das Ding hier. Hyrcine, nehmt meine Seele. Achso, das war ein Jäger von Hyrcine. Das erklärt natürlich das. Cool. Okay, dann... Das ist das Indri-Kids, das seit Generationen am Wechsel. Ich sagte, meine Macht überwältigt das Kids. Wah! Der ist hier. Ein mächtiger Schutzzauber bindet es nun. Hebt ihn auf. Aha. Zerstreuen. Ihr seid frei, kleines Wesen. Frei, was zu tun? Ah, natürlich. Ihr dürft mit uns zurückkehren, falls ihr dies wünscht. Ja, sicherlich. Ich erwarte euch in meiner Domäne. Ich gewähre meine versprochene Macht der, die sie erstrebte, und dem anderen sichere Zuflucht. Yippie. Na gut, okay, dann haben wir, das war jetzt die große Indri-Prüfung und dann kriegen wir beim nächsten Mal dann wahrscheinlich Macht. Aber ich glaube, ich setze genau hier den Cut. Wahrscheinlich passiert beim nächsten Mal einfach gar nichts, aber ich nehme an, dass die anderen Leute aus der Magiergilde jetzt vor Ort sind, nachdem wir das Ding hier gemacht haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann wieder heißt, erst gut online. Macht's gut, bis dann. Ciao.